Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von eurem Mango Boy. Und ja, heute geht's, wie ihr in dem Titel schon lesen könnt, um einen Ölwechsel. Und zwar habe ich mir nämlich, das ist eine CB600F Hornet. Die bekommt jetzt von uns einen Ölwechsel, würde ich sagen. Weil ich mache immer einen Ölwechsel, wenn ich ein neues Fahrzeug gekauft habe. Egal, ob der Verkäufer gesagt hat, ja, ich habe den jetzt vor kurzem gemacht oder vor ein paar Jahren, keine Ahnung, was auch immer. Es gibt immer einen Ölwechsel. Bei dem Fahrzeug war das so, dass der Verkäufer gesagt hat, er ist damit beim letzten TÜV nur 1000 Kilometer gefahren. Sprich, er hat auch zu dem Zeitpunkt den Ölwechsel gemacht. Also er hat mir gesagt, dass er zum letzten TÜV, vor dem jetzt aktuellen TÜV, den Ölwechsel gemacht hat. Das war also vor 2 Jahren. Und in diesen 2 Jahren ist er 1000 Kilometer gefahren, also fast gar nicht. Ich mache jetzt trotzdem Ölwechsel, auch wenn die Karre nur auf dem neuen Öl 1000 Kilometer gefahren ist. Und das Öl sieht wirklich noch sehr gut aus. Ich habe nämlich, der hat ja noch einen Peilstab, die gute Karre hier. Und an dem Peilstab habe ich dann das Öl gemessen und gecheckt und so weiter. Und das war tatsächlich noch sehr, ich würde sagen, es war noch nicht so diese dunkle Brühe, die man kennt, wenn Öl schon gammelig wird. Sondern es war tatsächlich noch relativ schön. Aber nichtsdestotrotz, die Brühe ist 2 Jahre alt und deswegen gibt es jetzt einen Ölwechsel. Let's go! Was wir dafür brauchen, einmal ein Ölauffangbecken auf jeden Fall. Ne, damit ihr hier bloß keinen Schmutz macht. Einen passenden Ölfilter. Ich habe mich jetzt für den Champion irgendwas mit 308, glaube ich. F308 entschieden. Kann man das lesen? Sieht man das? Ja, das sieht man. Also Champion F308. Den packen wir jetzt direkt mal aus. Den habe ich noch nicht ausgepackt. Ganz schön schwer mit einer Hand. Na komm schon, Brudi. Na komm schon. Okay, warte. Und den Scheiß auspacken. Nice. So sieht der Bums aus. Ich würde sagen, klassischer Ölfilter. Nichts Besonderes dran eigentlich. Und der hier kommt dann gleich. Der hier wird dann getauscht mit dem hier. Was ihr auch noch braucht, sind neue Kupferdichtringe, weil die kann man eigentlich nur einmal benutzen. Dann quetscht ihr die quasi ein beim Einschrauben und die sind dann eingepresst und dann könnt ihr die eigentlich, wenn ihr die Schraube nochmal aufmacht, wegschmeißen. Deswegen kauft euch einfach neue, die sind auch super günstig. Das Set kostet hier, glaube ich, irgendwie 80 Cent oder sowas. Also echt nicht teuer und ihr tut damit was Gutes und dann läuft euch auch die Suppe nicht mehr raus. So, dann natürlich noch Werkzeug. Was ihr auch noch gebrauchen könnt, also nicht, es ist kein Muss, aber einen Drehmomentschlüssel. Den habe ich auch irgendwo rumliegen, den hole ich dann später noch raus. Aber damit könnt ihr dann auf jeden Fall mit dem richtigen Drehmoment dann die Ölablassschraube wieder ranziehen. So, also zuallererst werden wir jetzt die Karre erstmal anschmeißen. Dann lassen wir die kurz warm laufen. Und für die, die sehr penibel sind, können wir auch einmal um den Block fahren mit der Karre dann. Weil dadurch sich das Öl nochmal im Getriebe und so weiter auch nochmal ein bisschen freilaufen lässt. Wenn ihr halt eben noch ein bisschen durchschaltet. Weil ihr natürlich den ganzen Dreck aus dem Motor auch mit rausholen wollt, wenn ihr einen Ölwechsel macht. Also viele machen das ja so, dass sie dann das Fahrzeug stehen lassen, eine Minute laufen lassen, ausmachen und dann den Ölwechsel machen. Ich mache das heute mal so, dass ich die Karre anmache, mich so langsam fertig mache, halt Helm aufziehen, Handschuhe oder sowas, keine Ahnung. Und dann fahre ich eine Runde über den Block, komme zurück, stelle die Karre wieder ab und dann machen wir einen Ölwechsel. So, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal das Fahrzeug an. Kann schon mal ein bisschen warm laufen. Die hat ja sogar noch einen Choke. Und dann fahre ich die kurz eben hier mal am Block. Dann komme ich zurück und dann machen wir den Ölwechsel. Wichtig ist, dass ihr beide Öffnungen öffnet, also die einmal im Einfangbecken hier vorne und natürlich die hier außen, damit die Luft auch entfleuchten kann. Sonst staut sich das Ganze nämlich hier im Einfangbecken. Ist natürlich nicht so gut. So, dann Handschuhe anziehen, weil es kann heiß werden. So, und dann gucken wir mal, welche Größe die Schraube hat. Okay,
Scheint eine 17er Nuss zu sein. Dann gucken wir mal, wie gut wir die gelöst bekommen. Also einmal die Nuss dran hier. Alles klar, das passt mit dem Auffahrenbecken nicht. Dann kommt das Becken erstmal weg, scheiß drauf. Dann lösen wir jetzt erstmal die Nuss. Das ging ja ziemlich easy, würde ich mal sagen. Und eigentlich sollte jetzt der Rest von Hand gehen. Heißt, das Auffahrenbecken kann drunter. Und mit leichtem Druck von unten schraubt ihr die Schraube ab, damit ihr die ganze Plörre nicht direkt in die Hände bekommt. Weil ihr merkt ja, wenn die Schraube dann irgendwann raus ist, dann könnt ihr einfach ganz schnell das Ganze einmal abziehen. So, und der Dichtring hier, der will nicht ganz abgehen. Den holen wir doch vorher lieber nochmal raus. Hängt hier zwischen. Den würde ich jetzt einfach mal eiskalt einmal, ja, easy. Ja, und dann mal gucken, dass man das halt nicht so hart verkackt, ne? So, die Schraube ist jetzt raus, ich merke das. 3, 2, 1 und abziehen. Zack. Und da kommt das ganze Altöl schon rausgeschossen. Sehr gut. Ach so, und ja, ein bisschen Öl hat man natürlich trotzdem an den Fingern. Das machen wir jetzt einfach sauber. So. Dann geben wir jetzt dem Altöl ein bisschen Zeit zum Abfließen. Ist doch ein bisschen dunkler als ich dachte, aber naja, nach 1000 Kilometern darf sich das Öl natürlich auch ein bisschen verfärben. Ja, wenn das dann abgeflossen ist, könnt ihr dann den Ölfilter noch rausholen. Das machen wir jetzt gleich auch noch. Und dann wechseln wir einfach alles. Oh. Na, da kommt ja noch einiges raus. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt eigentlich die Ablassschraube einmal nehmen. Entfernen den alten Dichtring und machen dann die Ablassschraube einmal schön sauber. Einfach mit ein bisschen Papier einfach schön sauber machen. Sieht irgendwie für Öl ein bisschen sehr flüssig aus, findet ihr nicht? Naja. Ansonsten, wofür ich mich jetzt entschieden habe, was für neues Öl ich gekauft habe. Ich habe mich entschieden für das gute Motul 10W40 5100, whatever, Technosynthese. Habe mir ein bisschen in den Foren mich schlau gemacht und die meisten sind wohl hiermit sehr zufrieden gewesen. Von daher gönne ich mir das jetzt einfach mal. So super teuer war es jetzt auch nicht. Ist jetzt ein 4 Liter Kanister. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir mal, wie viel wir gleich da reinschütten. So Leute, ich habe jetzt in der Zwischenzeit schon mal den neuen Dichtring, den Kupferring hier ersetzt. So, dann könnt ihr die Schraube wieder einsetzen und erstmal mit der Hand einfach zudrehen. Also ihr müsst dann noch nicht komplett zuballern. Es reicht, wenn die mit der Hand erstmal festmacht, weil dann können wir nämlich den Ölfilter abziehen. Na, wo ist denn der? So Leute, wie ihr sehen könnt, es tropft wirklich nur noch ganz gering. Ich saß gerade auch noch auf der Karre, habe die noch ein bisschen hin und her geschüttelt. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt alles hier ein bisschen sauber. Und dann können wir schon die Schraube wieder einsetzen. Also einmal hier so ein bisschen clean. Packen wir jetzt mit der Hand erstmal die Schraube wieder rein hier. So. Zack. Ganz easy. Einfach mit den Fingern festziehen, ganz leicht. Damit da einfach nur kein Öl mehr austritt und wir dann jetzt den Ölfilter machen können. Wir sind jetzt hier beim Ölfilter und da bleibt uns leider keine Sauerei erspart, leider, weil hier kommt natürlich auch noch ein bisschen Öl raus und das tropft dann alles hier auf den Krümmer, was ein bisschen kacke ist. Kriegen wir jetzt auch nicht anders hin. Der sollte eigentlich handfest drin sein, das heißt, ich müsste den eigentlich mit der Hand rauskriegen. Der Winkel ist aber natürlich ein bisschen scheiße hier. Fuck, Alter. Hat er sich schon ein bisschen gedreht? Ich glaube nicht. Na gut, hat sich dann anscheinend doch ein bisschen. So, hat sich anscheinend doch ein bisschen fester zugesogen, als ich dachte. Deswegen nehmen wir uns ein schönes Gerät zur Hilfe. Da habe ich natürlich was, und zwar dieses Ding hier. Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Ist ein bisschen zugesaugt. Mache ich eben sauber und dann zeige ich euch, was das kann. So, und zwar kann man mit diesem Ding hier einfach so Ölfilter rausdrehen. Ist eigentlich ganz easy. Ihr spannt mit dieser Gummischlaufe einmal hier rein im Prinzip. Spannt das um den Ölfilter. Links drehen, genau. Zieht das dann
zieht das Ganze dann fest. Ja, Krümmer ist auch nicht mehr so warm. Sehr gut. So. Und dann verkeilt sich das da drin einfach. Und dann solltet ihr das eigentlich rausdrehen können. Ganz entspannt. So. Ja, so geht das. Super. Dann habt ihr das gelöst und könnt den Rest dann einfach von Hand abdrehen. Wie ihr seht, tropft hier alles schön auf den Krümmer, was natürlich scheiße ist. Aber ja, anders geht's nicht. Also einfach abdrehen. Zack. Wenn es geht, nach oben halten. Und den Rest dann schön hier rein. So, dann lasst ihr das jetzt auch einfach abtropfen. Dann machen wir das noch sauber. Ja, und dann würde ich sagen, kommt der neue Filter drauf. Wenn jetzt nun das meiste abgetropft ist, würde ich sagen, könnt ihr schön mit dem Tuch hier rangehen. Die Fläche hier oben, die Dichtfläche immer schön sauber machen, ja. Dann könnt ihr jetzt schon euer neues Motoröl holen. Ein Messbecher wäre nicht schlecht. Und ja, so ein Ding. Nehmt den neuen Ölfilter. Und was ihr jetzt machen könnt, ist folgendes. Weil die Dichtfläche hier muss einmal mit, da könnt ihr einfach mit dem Finger drüber gehen. Nehmt euch etwas Öl hier vom Öl und geht hier einmal so drüber. Damit ihr auch schön annimmt. Aber erstmal müssen wir das hier von diesem Kunststoff lösen. So, komm schon. Ja, so. Ah, ich sehe gerade schon, das ist hier anscheinend schon so ein bisschen vorgeölt. Also das ist schon sehr ölig hier. Ja, okay, nicht schlecht, cool. Aber wir machen das trotzdem selber. Ihr nehmt einfach einen Finger, steckt ihn hier kurz rein. Hm, lecker. Geht hier mal über die Dichtfläche. Gebt euch dann das bisschen, was ihr hier habt, einfach mal so in den Ölfilter rein, damit der schon mal so ein bisschen was drin hat. Ich glaube, das machen nicht alle. Ich mache das und habe bisher keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Ja, verteilt sich da ein bisschen. Und dann könnt ihr den eigentlich schon direkt wieder hier dran schrauben. So, und das Ganze bitte, bitte achtet darauf, das ist wirklich wichtig, Leute, den Ölfilter niemals mit Gerätschaft hier dran schrauben, also nicht zum Beispiel mit dem Ding, sondern einfach nur handfest dran schrauben. Danach könnt ihr nochmal prüfen, ob das auch wirklich alles dicht ist. Aber wenn ihr den Motor anschaltet, dann saugt sich der Ölfilter an die, an den Motor an quasi. Und dann sollte das alles von selber dichten. Von daher, nur handfest ist ausreichend. Alles klar. Dann geht's hier einmal ran. Und einmal randrehen. Und dann einfach handfest. Ist jetzt natürlich ein bisschen kacke, weil man echt schlechter dran kommt. Aber ich nehme auch meinen Handschuh, der hat auch ein bisschen mehr Grip. Machen wir das ganz einfach mit der Hand schön fest, bis es nicht mehr geht und dann reicht. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Aber ich denke, mit der Hand kann man eigentlich nie zu fest festziehen. Und ich meine, ich bin jetzt auch kein kranker Muskelprotz oder so. Ja, ist fest. Machen wir noch einmal ein bisschen sauber hier. Und dann würde ich sagen, läuft bei uns. Neuer Ölfilter ist dran. Motor ist natürlich noch, steht noch leer. Ist kein Öl drin. Deswegen kümmern wir uns gleich darum. So, aber bevor wir das machen, wir dürfen natürlich nicht unsere Ölablassschraube vergessen. Die ziehen wir jetzt nämlich erstmal fest. Die Ölablassschraube hier braucht also 29 Newtonmeter. Schrauben wir das Ganze eben mit ganz entspannten 29 Newtonmeter fest. So. Und zack, hab geknackt. Bedeutet, ist jetzt bei 29 Newton. Wir checken das nochmal. Zack, 29. Passt also. Mehr braucht sie nicht. Ist eigentlich gar nicht so viel. So, dann ist es noch wichtig, dass ihr jetzt das Ganze hier bei dem Drehmomentschlüssel wieder löst. Weil hier eine Feder drin ist und ihr die damit kaputt macht, wenn ihr jetzt den Drehmomentschlüssel einfach wieder so zurücklegt und die Feder eben eingespannt lasst. Dazu öffnen wir jetzt erstmal hier die... den Messstab hier. Beim Ölwechsel ohne Ölfilter kommen 3,5 Liter rein. Beim Ölwechsel mit Filter kommen 3,8 Liter rein. Wir machen das jetzt so, wir packen da jetzt erstmal 3,6 Liter rein, gucken wie viel drin ist, starten den Motor einmal, dann kann sich das Öl verteilen und dann gucken wir, was noch fehlt. Und dann würde ich sagen, geht das Ganze hier rein. Zweiter Liter, Liter Nummer 3. Aber jetzt starten wir das Fahrzeug erstmal ganz kurz, 10, 15 Sekunden. Und dann können wir schauen, ob sie noch mehr braucht. Teilstab bzw. den Deckel wieder schließen.
einmal sauber machen. Gerade stellen, Peilstab rein, kurz drin halten, rausholen, überprüfen. Ja, das sieht schon sehr gut aus tatsächlich. Also wir sind hier bei Mitte des Peilstabes. Aber wir sind hier schon Mitte des Peilstabes. Hier sind die beiden Markierungen. Wir sind circa hier, das ist sehr gut. Ja, da würde ich sagen, packen wir es einfach noch ein bisschen rein. Und dann rein damit. Zack. Schluck weg. Fahrzeug wieder gerade stellen. Und wir checken nochmal. Peilstab rein, Peilstab raus. Und wir gucken, wo ist das Öl. Kurz vorm Maximum. Und das ist perfekt. Bedeutet, Peilstab kann erstmal wieder rein. Und ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, war es das eigentlich mit dem Ölwechsel. Checkt bitte nach der nächsten Ausfahrt einfach nochmal das Öl. Guck, ob da noch was rein muss oder nicht. Und wenn da was rein muss, packt da noch eben kurz ein bisschen was rein. Ansonsten passt das Ganze und damit seid ihr eigentlich fertig mit dem Ölwechsel. Ihr könnt also direkt wieder weiterfahren und Spaß haben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich sagen, lasst einen Daumen da, würde mich freuen. Schreibt in die Kommentare, wenn was vielleicht nicht gepasst hat, vielleicht Tipps, vielleicht andere Sachen, Anregungen etc. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch folgende neue Videos noch seht, die ich machen werde. Da würde ich mich echt freuen, wenn ihr da natürlich auch aktiv dabei bleibt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich hier wieder an der Kamera was mache, vielleicht auch an der SNCR. Bis dann, Jungs und Mädels. Ciao.